Sozialer Selbstmord. Ein trauriger Anblick. Also, ich weiß nicht ganz genau, was jetzt passiert ist. Also, einerseits, die Welt ist untergegangen. In der Zeit, in der wir jetzt gelebt haben. Aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeit wir jetzt gerade sind und wer wir sind und darin ist nur das Notwendigste. Ich weiß nicht, ich... Also, darin ist nur... Ja, okay. Ich weiß nicht, was... Wir werden sicher bald raus. Ich räume das morgen weg. Bücher. Das sind die Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Okay, ich guck mal kurz in die Dings. Hab ich. Oh, wer sollte sie? Aber wo ist jetzt, ich räum... Der Schlüssel. Räumt er weg, kann er nicht reingucken. Bücherregal. Lesen. 1001 Rezept für fettarme Salate von Frieda Runheim. Dr. Angus verspricht sich davon, dass es meine Perspektive auf die Ölkrise aufhält. Ah, Fernseher haben wir auch noch. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Naja, wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen, sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog, aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Welt? Ja, dann haben wir hier, was ist denn das? Haus? Also dieses Haus habe ich noch gar nicht angeschaut. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Ah, hier unten haben wir noch Müll. Und hier haben wir sogar noch ein Boot, siehst du? Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Früher hätte ich das noch gemacht. Aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Achso, okay, hat er schon gehört. Ja, okay, gut. Boot. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt. Aber noch schwimmt es. Muss ja. Und noch irgendwas hier? Nee, sonst gehen wir wieder nach oben einfach mal. Ich kurz mal ab. So. Ein Vogel. Oh. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Friss schneller, wie einer Vogel frisst! Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Das macht mein Rücken nie im Leben mit. Und, wen interessiert das? Also mich nicht? Wir haben nichts, also beim Öl. Öffnen. Motor ansehen. Öl. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Sieht auch voll funktional aus. Weg damit. Wirklich. Jetzt habe ich ihn gar nicht mehr. Okay. Sonst habe ich hier nichts mehr. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal. Ach, jetzt habe ich den hier unten hingelegt.
nehmen. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines voraus hätte. Das Gefühl kenne ich. Am Boden zertrampelt liegen bleiben? Du Ärmster. Ich könnte versuchen... Jetzt kann ich es aber mal nehmen, hä? Was ist jetzt los? Gerade eben konnte ich sie nicht nehmen. Oh mein Gott. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Er nimmt es also gar nicht mit. Kann ich vielleicht... Jetzt habe ich das Öl auch nicht mehr. Ich dachte, ich kann das vielleicht mit dem Öl die Tür irgendwie... Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Okay. Die Angel kann ich auch nicht nehmen, gell? Das wollte er vorhin auch nicht machen. Und sonst ist ja nichts. Nein, die Angel, auch wenn Dr. Angus etwas anderes behauptet. Alles klar. Esstisch. Habe ich hier am Esstisch schon eine zweite Option gehabt? Setzen. Ich mache später Pause, wenn der Vorgang repariert. Achso, hatte ich auch schon gemacht. Tür. Ach, siehst du mal, die Tür kann ich doch bestimmt schließen, das ist was dahinter. Ja. So viel dazu, dass es das dahinter ist. Unser Sonnenuhr. Meta strahlt wie eh, ob wir Glück. Hier vielleicht irgendwie in dem Bilden der Schlüssel drinne. Ansehen. Ach, alles klar. Hm? Was ist das? Da steckt doch was hinter dem Bild. Das sieht mir doch verdächtig nach... Na, sieh mal einer an. Schlüssel. Du musst das Bild ja nicht gleich zerreißen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? Ganz machen kann ich es auch nicht wieder, gell? Nee. Lass da einfach so. Na, okay. Was hast du denn im Keller, dass der so wichtig ist, den Schlüssel zu verstecken? Muss ich jetzt nicht verstehen, meine Lieben. Muss ich jetzt nicht verstehen. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Ich sag's gleich mal, ich werde jetzt erstmal eine Runde aufnehmen und werde die Folgen jetzt erstmal noch so cutten, also einfach alles dann cutten zwischendrin und werde dann wahrscheinlich später... die Folgen an- und abkündigen, je nachdem wie ihr es wollt. Ja, ihr könnt das ja mal sagen, dann ist, ich werde das mal ein bisschen aufnehmen. Ja. Ist ja die erste Aufnahme jetzt. Ich bin da einfach reingesprungen, ohne mir das zu überlegen vorher. Lattentür, Abdeckung. Ich gehe erstmal hier Lattentür rein, ich weiß nicht warum, aber ich möchte. Den kleinen Schuppen habe ich für Duwe und Meta gebaut. So waren mir ihre Sachen beim Arbeiten nicht im Weg. Fahrrad. Es ist viel zu dunkel, um etwas zu erkennen. Wo war noch mal der Lichtschalter? Lichtschalter, Licht... Was? Licht... Ich mache erstmal die Abdeckung weg. Hier liegt mein altes Leben begraben. Dann wollen wir mal sehen. Ach so. Alles klar. Und da haben wir auch schon das, was wir brauchen. Ein alter Fahrradschlauch. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Alles klar. Oh, die Musik dazu ist einfach mal übelst geil gerade. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen.
Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten. Ich kenne sie alle auswendig. Was genau hat der erforscht? Algen auf jeden Fall, das habe ich ja schon gehört. Gemerkt. Huch! Nein. Ha, wie passend. Sie ist um 11:45 stehen geblieben. Die Symbolik ist beunruhigend. Aber bis in alle Ewigkeit 11:55 ist immer noch besser als irgendwann 11:55. Heimlabor. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angus versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Genießen, klar. Kommode. Da war mal noch mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite. Was haben wir denn da drin? Durchsuchen? Hey, da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Okay, Heimlabor. Wie viele Sommernächte ich hier unten... Wie viele Sommernächte... Achso, ist das nur das oder was? Nee, arbeiten. Die Versuchung ist groß. Achso, das Genießen, klar. Oh, ist voll traurig, der alte Mann, ey. Das gefällt mir gar nicht. Abmontieren? Nicht ohne das entsprechende... Du hast das entsprechende Werkzeug. Mal sehen. Ja? Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie. Ich komm schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... Alles klar. Ich glaube, das ist jetzt hier aus der Zukunft. Worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Okay, also gehe ich da wieder rein, oder was? Dann... Ah, das gleiche, aber also... Das Zeug dabei, gut, und lass mal die Frau aus der Zukunft einfach mal da stehen. Selbst wenn es der Alien wäre, er würde seine Arbeit verrichten, so ist er halt, der Ben Svensson. So haben wir ihn kennengelernt, lieben gelernt und... ja, ne? Motor! Motor, immer noch! Achso, ich muss ja...